Willkommen zurück zu Diablo 3 Reaper of Souls. Wir müssen jetzt in der Enklave mit Tyrael sprechen. Maltael hält sich in den Ebenen des Wahnsinns auf. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Wir werden ihn nicht enttäuschen, aber er nutzt seinen Vorteil geschickt aus. Jede Sekunde wächst seine Macht. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Geht zum Tor des Wahnsinns. Das klingt schon sehr vielversprechend. Was passiert hier? So, wir aktivieren mal unsere Dudes. Zerstört das Tor! Die Nymphalen ist hier. Immer diese Art von mir. Immer diese Art von mir. Wer ist das? Imperius. Maltael ist mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Okay, ich wusste gar nicht, dass das der Bruder ist. Aber wie auch immer. Auf zu dem Pfad. Ne, das Tor des Wahnsinns. Maltael wollte mich von den Ebenen des Wahnsinns fernhalten. Er ist noch nicht bereit, sich mir zu stellen. Jetzt muss ich mir einen Weg durch diesen Schauplatz ewiger Kämpfe zwischen Engeln und Dämonen bahnen. Im Herzen dieses Reichs befinden sich die Festung des Wahnsinns und der Engel des Todes. Maltael. Stämmiger Aszendentenumhang der Extermination. Alles klar. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr nett hier aus. Warum sollte Imperius findet Imperius. Wollen, ihr ihm folgt? Nicht weit von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Okay, du könntest uns auch einfach dahin biegen. Aber warum auch? Es ist wohl zu viel verlangt. Ah, oh, Alter, wie viel? Alter, wie viele Gegner waren das denn eben? Okay, endlich hilfst du mir mal. Alter Schwede. Ruhe. Ich guck mal auf die Truhe. Die Ebenen des Wahnsinns sind ein großes, chaotisches Reich, in dem noch viele Dämonen verstreut sind. Insbesondere die kriegsgezeichneten Marodeure waren nicht gewillt, wieder in die Höllen zurückzukehren. Da kriegen wir auch mal ein bisschen Hass dazu. Die auf dem Schlachtfeld verbleibenden Engelsstützpunkte übergegangen. Sie sind vielleicht nicht die mächtigsten. Gewitzte, hinterlistige und erfahrene Krieger. Ich brauche mehr Disziplin. Oh, was denn? Entscheide dich mal. Hast du auch wieder. Alter ist süß. Alter. Dämonen. Gewitzte eines lang vergessenen Kampfes. Noch nicht bereit. Ruhe. Alter, was hat der für einen Angriff? Ey, den hätte ich gern. Das ist eine Belagerungsstufe. Nehmt sie an euch. Was? Die Schlachtfelder der Ewigkeit. Verlassen das Feldlager. Ist klar. Ruhe.
Geld und Blauser. Imperius. Seht ihr die Ramme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Ramme? Die hier. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Spart euch euren Dank, Imperius. Hermetische Aszendentenkrone der Glorie. So, was haben wir hier noch? Wir gehen hier rein. Schlachtfelder der Ewigkeit. So, die Aliens hauen wir erstmal weg. Nicht genug Disziplin. Weiß was. Ich vermute, dass die Stacheldrake zum Teil dämonischen Ursprungs ist, da ihre Erscheinung viel zu unheimlich ist, um in der Natur vorzukommen. Sie scheidet ein giftiges Toxin aus, das quellenwürdig wäre, und ernährt sich meines Wissens nach nur von ihren Artverwandten sowie toten Dämonen. Mein Hass ist nicht ausreichend. Immer dieser Hass. Niemals auf einen Menschen stößt. Ich glaube, ich muss noch mal bei den Perks gucken, dass ich da irgendwas mal gegen mache. Das ist ja ätzend. Falsch. Absolut falsch. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Weg. Explosion. Mal das aufnehmen. Okay, der ist auch down. Explosion! Okay, da liegt noch ein gelber Gegenstand und Geld. So, hat das hier nicht irgendwo schon geblinkt? Gehen wir hier lang. Wow! Alter! Die Tunnelgräber verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen. Und meine heldenhaften Freunde fragen sich, warum ich die Festung nicht verlasse. Ha? Okay, bis jetzt haben wir alles ganz gut im Griff. Die standardmäßigen Hassprobleme. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ja, kommt. Das werdet ihr nicht überleben. Boah, cool wäre, wenn es so Zaubertränke oder irgendwas gibt. Wenn ich mir mehr Hass machen könnte, aber naja, wahrscheinlich gibt's die nicht. Aua. Lebensregeneration, alles ganz easy. Widerstand gegen alle Schadensarten. Rüstung. Wir machen mal Rüstung. Blute abschauen. Ach, das kennst du von. Alles mit. So, was haben wir denn hier? Neues Ereignis. Mahlzeit. Gar nicht gut. Das werdet ihr nicht überleben. Okay, heil. Das war's. Okay. Auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Was? Findet den Eingang zur Ramme. Okay, wir müssen also wieder zurück. Dann machen wir das auch. Blute abschaum.
Genau. So, diese Klappe. Oh. Disziplin kann gar nicht sein. Eure Furcht verrät euch. Jesus, wird er einfach größer. Noch nicht bereit. Okay. Das haben wir auch. Nice. Ist hier noch was? Handschuhe. So, finde den Eingang zur Ramme im Belagerungsvorposten. Dann werden wir das auch noch machen. So, regeneriert auf Pumperschneller. Alter, erstmal schön looten. Vertrauensvoller Durchbohrer des Todes. Tyrell. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mit? Der Splitter hat mir Maltails Plan offenbart. Und er ist schrecklicher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit Hilfe des schwarzen Seelensteins will er sämtliche dämonischen Essenzen einfangen. Selbst jene, die Teil eines jeden Menschen sind. Wenn der Stein verändert wird, um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Sanctuario die dämonische Essenz zu entreißen, werden sie alle sterben. Wir können ihn noch aufhalten. Es ist an der Zeit, die Festung anzugreifen. Maltael verändert den schwarzen Seelenstein grundlegend. Der Stein wird jetzt jegliche dämonische Essenz aus der gesamten Existenzebene anziehen, in der er sich befindet. Doch die Menschen stammen sowohl von Engeln als auch von Dämonen ab. Und mit Ausnahme von mir trägt jeder Sterbliche diese dämonische Essenz in sich. Sie ihnen zu nehmen würde bedeuten, ihnen die Seele aus dem Leib zu reißen. Okay, ein finsterer Plan. So finster, dass ich die Folge jetzt hier erstmal beende, bevor wir im Prinzip die Ramme besteigen. Da brauche ich sowieso mal ein bisschen Zeit für. Werden wir jetzt erstmal, wie gesagt, Schluss machen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.